Macht die Systeme, wenn euch was vorgeschlagen wird, transparent, hinterfragt das Ganze, hinterfragt vor allem, was in Summe an den Vertrieb ausgeschüttet wird, ist das nachhaltig? Krypto ist gebaut, damit ihr selbst eure Assets verwaltet oder es technologisch sichergestellt ist, dass nur ihr Zugriff auf eure eigenen Assets habt. Der nächste Strukturvertrieb hat alle Kundenfunds verloren, Schadensvolumen 100 Millionen Euro aufwärts. Und das Interessante ist, in der Presse wird jetzt auch darüber berichtet und ich möchte hier an dieser Stelle ein paar persönliche Worte dazu bekannt geben. Interessant ist, dass es sich hierbei um einen 26-jährigen Schulabbrecher handelt, der 40.000 Menschen um ca. 100 Millionen Euro betrogen hat. Für mich ist das mehr oder minder ein Wahnsinn, dass ein 26-jähriger Schulabbrecher es schafft, von 40.000 verschiedenen Investoren 100 Millionen Euro zu bekommen. Und das zeigt uns wieder einmal, dass diese Vertriebsprovisionen im Multilevel Marketing, also im Strukturvertrieb, ein absoluter Anreiz für die meisten Menschen sind, in diesem Bereich Geld zu investieren und Unsummen im Vertrieb zu verdienen. Dieser Hauptangeklagte ist einer von nicht ganz 10 Beteiligten, die das Gesamte betrieben haben, aber für mich, wie gesagt, ist es unfassbar, dass über 40.000 Menschen einem 26-jährigen Schulabbrecher ihr gesamtes Vermögen oder große Teile ihres Vermögens anvertrauen. Vor allem, wenn man diesen Artikel hier im Kurier durchliest, merkt man relativ schnell, es wurden bargeldweise, kofferweise Bargeld herumgeschafft, nach Dubai gebracht, in verschiedene Länder dieser Welt gebracht. Er hat mal in Thailand gelebt, mal war er auf Bali, dann in Dubai in einer Villa, Sportwagen, Luxus in Saus und Braus. Und im Endeffekt frage ich mich hier schon immer wieder, wie können 40.000 Menschen so einem Menschen vertrauen? Mir ist absolut klar, dass unser Finanzbankensystem absolut ebenfalls unvertrauenswürdig ist und dass viele Menschen versuchen, sich mit solchen derartigen Geschichten ein Geld dazu zu verdienen. Hintergrund für diese ganzen Geschichten sind aber sehr oft Gier, gerade Gier im Vertrieb, wo man eben auf 15, 20 oder unendlich vielen Ebenen vergütet wird. Jetzt, wo die Krypto und der gesamte Markt massiv im Aufschwung ist und heuer schon sehr, sehr gut Plus gemacht hat, erhöre ich immer mehr, dass Strukturvertriebe wieder ihr Unwesen treiben, gerade in der Krypto. Natürlich glauben die Strukturvertriebe, dass sie anonym sind in der Krypto, das ist aber nicht so. Man kann im Bereich der Blockchain Anonymität relativ gut herstellen, nur Gott sei Dank sind diese Strukturvertriebsbetreiber alle keine Technologen, alle keine Wissenden im Bereich der Blockchain, sondern es sind in den meisten Fällen einfach sehr gierige Vertriebsexperten. Und solche Vertriebsexperten glauben, dass sie im Bereich der Krypto anonym sind. Warum bieten viele von ihnen keine Fiat-Zahlungsschnittstellen an? Weil sie diese einfach nicht bekommen. Und wenn sie diese bekommen, denn das wird von den Zahlungsanbietern, Zahlungsdienstleistern geprüft im Hintergrund und auch von den Banken. Wenn sie diese bekommen, müssen sie sie meistens alle 2-3 Monate wechseln, weil sie die Kontoverbindung immer wieder verlieren. Das heißt, ich kann an dieser Stelle von derartigen Strukturvertriebssystemen wirklich nur abraten. Wenn man sein Investment macht, sollte man sich anschauen, entweder ob das Krypto-Investment voll dezentral und voll self-custodial ist oder non-custodial ist. Das bedeutet, ist es über Technologie sichergestellt, dass nur ihr selbst eure eigenen Funds verwalten könnt, so wie es in den meisten DeFi-Projekten der Fall ist, oder ist im Prinzip hier absolut sichergestellt durch Zulassungen und Lizenzen, dass das alles rechtskonform ist. Der zweite Punkt mit Rechtskonformität hat natürlich auch immer seine sehr, sehr großen Probleme, denn Firmen können einfach insolvenz gehen und dann sind die Kundengelder zum Großteil natürlich auch weg. Das klassische System hier sehen wir heute auch zum Beispiel in der Bankenindustrie, wo ja jetzt gerade sehr stark Gesetze geändert werden, dass Kunden mit ihren Einlagen bei den Banken im Prinzip dafür haften, wenn es der Bank schlecht geht, dass die Bank auf diese Einlagen zugreifen kann. Das bedeutet, das Fiat-System an sich
ist für mich so und so eines der größten MLM-Scam-Systeme, was es auf dieser Welt gibt, aber es wird natürlich nicht so bezeichnet. Aber diese Systeme sind aus meiner Sicht ein Wahnsinn, denn eine Bank habe ich zumindest vor Ort ansässig, kann, auch wenn es wahrscheinlich nicht viel bringen wird, geklagt werden, kann rechtlich in die Zange genommen werden. Aber hier in dem Kryptowährungsbereich bucht man seine Funds oder Assets an irgendwelche Wallets, wo es nicht mal gescheit Rechtsträger im Ausland gibt, aber auch technologisch nicht sichergestellt ist, dass nur ihr selbst Herr eurer eigenen Assets seid. Ist es technologisch sichergestellt, ist Anonymität eines Projektteams kein Problem. Wir wissen bis heute nicht genau, wer Bitcoin erfunden hat. Nur da die Technologie 100% transparent ist, kann man dieser Technologie vertrauen und demjenigen unbekannterweise danken, dass er uns diese Technologie gebaut, zur Verfügung gestellt hat oder überhaupt erst erfunden hat. Das heißt, jetzt wo Krypto steigt, macht euch dafür darauf bereit, dass ihr wahrscheinlich im Tages-Wochentakt von neuen Strukturvertriebssystemen angesprochen werdet, die absolut spezialisiert darin sind, am Anfang gute Gewinne auszuschütten, dann das Geld im Kreislauf zu behalten. Und im Endeffekt als einziges Ziel gibt es dort, dass der Vertrieb und die Betreiber selbst nachhaltig sehr, sehr, sehr gut verdienen. Mit sehr, sehr, sehr gut meine ich exorbitant gut. Ich lebe aktuell in den Vereinigten Arabischen Emiraten und sehe hier sehr, sehr, sehr viele dieser Menschen herumlaufen, die glauben, dass sie hier absolut sicher sind. Nur gibt es seit circa 2 Jahren auch in den Vereinigten Arabischen Emiraten das sogenannte Anti-Scammer-Gesetz oder Anti-MLM-Gesetz, wo diese Menschen haftbar gemacht werden können. Natürlich sind die wenigsten aus Europa so weit, dass sie in die UAE kommen und hier nach lokalem Recht diese Personen klagen, und aufgrund dessen gibt es noch nicht wirklich große Präzedenzfälle, aber rein rechtlich ist auch hier in den UAE die Basis gelegt, um solche Menschen klagen zu können. Ganz, ganz wichtig auch, fällt nicht auf große Ads-Anzeigenkampagnen herein. Viele gehen hier in Dubai her als Beispiel und lassen auf den Bursch Werbung projizieren, kaufen gewisse Werbeflächen, werben dann damit, als wäre das alles dadurch komplett legalisiert. Wir haben auf viele Scams schon hingewiesen, die hier sehr stark Werbung betreiben, wie zum Beispiel OnPassive, ist noch immer ein Scam, war immer ein Scam und wird auch früher oder später wieder umfallen, aber sie waren alle mehr oder minder weltweit tätig, haben weltweit Werbung betrieben, haben weltweit vorgegaukelt, ein absolut seriöses Unternehmen mit Lizenzen und Zulassungen zu sein. Nur wie gesagt, von dem würde ich aus diesem Punkt absolut Abstand nehmen. Krypto ist gebaut, damit ihr selbst eure Assets verwaltet oder es technologisch sichergestellt ist, dass nur ihr Zugriff auf eure eigenen Assets habt. Und wenn einer dieser beiden Fälle nicht gegeben ist, würde ich die Finger von Krypto lassen. Also von diesen Investments lassen. Ja. In der Krypto kann man mit Projekten wie zum Beispiel Yieldflow, was wir auch vorgestellt haben, absolut self-custodial seine Kryptos vermehren, Renditen, Gewinne erwirtschaften und das Ganze sicher anonym und dezentral. Die einzigen, die in solchen MLM-Systemen sehr, sehr gut verdienen, wie gesagt, sind Betreiber, ist auch der Vertrieb. Nur vergesst eines nie, ihr als Kunde, ihr seid der, der diesen Vertrieb und die Betreiber bezahlen muss. Die Leute arbeiten nicht umsonst, und wenn ich heute schon sehe, dass zum Beispiel 70% im Vertrieb ausgeschüttet werden, plus der Kunde selbst auch noch etwas bekommen sollte, denn sonst zahlt niemand ein, plus man im Hintergrund gewisse Kosten für den Betrieb dieser ganzen Plattformen hat, dann, wenn man das aufsummiert, kommen schon manchmal über 100% raus, und das ist mathematisch nicht möglich, mehr auszuschütten, als überhaupt da ist. Das heißt, in dem Bereich macht die Systeme, wenn euch was vorgeschlagen wird, transparent, hinterfragt das Ganze, hinterfragt vor allem, was in Summe an den Vertrieb ausgeschüttet wird. Ist das nachhaltig? Denn wenn ich heute 70% alleine im Vertrieb ausschütte, bedeutet, ihr zahlt 1000 Euro ein, 700 Euro davon sind sofort für den Vertrieb weg. Das heißt, es bleiben im Best Case, wenn Plattformbetreiber das alles gratis machen, was nicht der Fall ist, ja, es bleiben im Best Case, sagen wir,
200 bis 300 Euro eurer 1000 Euro übrig. Und das bedeutet, man muss mal mindestens 3x machen, also 300% erwirtschaften, um überhaupt auf eurem eingezahlten Kapital wieder zu sein. Das heißt, solche Vertriebsprovisionen oder mehrstufige Pläne, die auf 20 Ebenen gehen, mit Pools vielleicht noch, dort gibt es sehr, sehr, sehr komplexe Systeme, die oft nicht einfach zu durchschauen sind im MLM-System. Das muss alles refinanziert werden und ihr als Kunde seid der, der im Endeffekt die Zeche zahlt. Also mein Rat an euch, an der Krypto zu partizipieren, in die Krypto zu investieren, ist eine sehr kluge Entscheidung, inflationsgeschützt, voll self-custodial, niemand kann euch die Assets wegnehmen. Im Großen und Ganzen sind solche Investments auch zusätzlich anonym, wenn ihr Spot kauft. Das bedeutet, ihr seid absolut sicher und das, was politisch gerade passiert, ja, da kann das schon ein sehr großer Anreiz sein, aber bitte behaltet eure Assets bei euch oder investiert in Technologien, die voll self-custodial unterstützen. Ich hoffe, euch hat dieses Video gefallen mit einem kurzen Update von meiner Seite. Lasst ein Like da, abonniert unseren Kanal und aktiviert die kleine Glocke, damit ihr in Zukunft die Updates nicht versäumt. Und so wie immer freuen wir uns über einen regen Austausch unter den Kommentaren. Bis dann!